Ich heiße euch herzlich willkommen zum Vortrag, nehmen wir uns ein bisschen mit Scalable Vector Graphics beschäftigen werden. Das Ganze ist naturgemäß sicher keine Vollerklärung, ich gehe hier raus und ich kann das anwenden, sondern das ist eigentlich eine Geschichte, die aus einer praktischen Anwendung entstanden ist, wo wir überlegt haben, können wir das mit Vektorgrafik nicht besser umsetzen. Das haben wir dann auch gemacht und daraus ist im Prinzip eine Umsetzung, die auf Metamodels-Basis läuft und eine interaktive Karte generiert, entstanden. Also die Seite dazu, die gibt es tatsächlich. Das ist eine schweizerische Organisation, die ihre Unterorganisation in den Einzelkantonen darüber verlinkt hat, mit verschiedenen Stati belegt hat. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie man sowas macht. Ein paar Sätze zu mir. Ich komme aus Kiel. Arbeite seit Anfang 2007, denke ich, mit Contao. Das war irgendwie Version Typolite 2, 3, 4 oder sowas, was ganz schrecklich ist. Möchte man heute überhaupt nicht mehr sehen. Engagiere mich in der Community Alliance im Metamodels Team und entwickle relativ komplexe Frontends. So. Was gucken wir uns in dieser Dreiviertelstunde, Stunde an? Wir schauen zum einen mal so kurz hin, was ist überhaupt Scalable Vector Graphics? Vielen ist das ja mal begegnet irgendwie. Ich habe draußen eben gestanden mit welchen, die sagten, oh, 1991 konnte ich das mit dem und dem Programm erzeugen, aber auch nirgendwo wieder anzeigen. Das war damals eine Anwendung, die war ein bisschen akademisch. Wir gucken dann in die Umsetzung, wie wir das gemacht haben mit dieser Karte und welche Softwarekomponenten wir dazu benutzt haben. Und danach gibt es ja noch eine Liste mit Sachen, wo man vielleicht weiterlesen kann. Jo. Erster Teil, was ist das überhaupt? Das ist ein Grafikformat, sagen wir jetzt mal so einfach. Ich habe mal ein paar Grafikformate, die wir so benutzen, gegenübergestellt. Also GIF kennen wir ja alle, so das erste aus den 90er Jahren. Alles JPEG, PNG und halt Scalable Vector Graphics. Da ist eigentlich jetzt schon so der erste Aufmerker, dass nämlich bei Rastergrafik auch das Wort SVG auftaucht. Der Hintergrund ist, man kann in der Vektorgrafik auch Rasterdaten mit einbeziehen als Hintergrund oder als Fallback. Deswegen taucht das da auf. Farbtiefe ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Wir möchten tolle Grafiken, die ganz ausdrucksstark sind und super viele Farben haben. Und da fällt GIF dann meistens schon mal raus, weil das sind so eher so Klötzchengeschichten für kleine Icons vielleicht nochmal. Aber setzt man heute eigentlich nicht mehr ein. JPEG, klar, für Fotos. PNG kann man auch für Fotos verwenden, sollte man aber nicht tun, weil die Dateien dann einfach sehr, sehr groß werden. Vektorgrafiken auch mit 24-Bit Farbtiefe. Transparenz ist oft wichtig. Ich habe ein Bild oder ich habe eine Grafik, die möchte ich auf verschiedenen Hintergründen darstellen. Das heißt, ich möchte, dass die Transparenz bestehen bleibt. Ich kann das zum Beispiel auf einem blauen Hintergrund einbinden, auf einem weißen Hintergrund. Und ich muss nicht immer irgendwie eine Hintergrundfarbe im JPEG oder im PNG vielleicht auch definieren. Skalierbarkeit ist so eine ganz, ganz wichtige Sache in Zeiten, wo die Devices von so groß oder noch kleiner bis hin zu solchen Bildschirmen gehen. Das heißt, ich möchte erreichen mit einer Vektorgrafik, die ja gut skalierbar ist, dass meine Daten auf jedem Gerät ganz scharf und ganz crisp angezeigt werden, dass keine Farbtreppchen entstehen, dass ist einfach nicht so schön. Da ist ein Sternchen bei den SVGs, da gibt es ein paar Tricks, mit denen man das erreichen kann. Vom Format her kann es das eigentlich nicht, aber es geht eigentlich dann auch doch schon. Animation, ja, animierte GIFs, da habe ich mal ein Ja gesetzt. Es hat ja so ein bisschen eine Renaissance im Augenblick, aber
gut, ob das für professionelle Webseiten oft so die richtige Wahl ist, ist es nicht. SVGs kann ich animieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache im Gegensatz zu PNGs und JPEGs. Und ich kann auch interaktive Sachen machen. Das heißt, ich kann eine Grafik mit Eigenschaften versehen, die auf Benutzereingaben reagieren oder auf bestimmte Datenlagen. Wenn jetzt in dem Beispiel, wo wir nachher hingehen, sich in dem Kanton, den wir zeichnen wollen, ein Status ändert, dann kann ich darauf reagieren, muss nicht immer die gesamte Grafik austauschen, sondern kann einfach sagen, gut, ich zeige den Status jetzt über eine andere Farbe an oder sowas. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und ich kann dann auch mit dem Benutzer darüber interagieren. Dateigröße, ja, GIFs sind manchmal sehr, sehr klein. SVGs können auch relativ groß werden und bei den anderen Dateien ist das immer abhängig davon, was ich da darstellen möchte. Und bei Styles ist jetzt noch zu sagen, ich kann SVG-Grafiken, da kommen wir gleich dazu, wie wir das machen, auch per CSS-Befehlen formatieren. Ich kann zum Beispiel sagen, stell den Schriftzug, der da enthalten ist, in einer bestimmten Schrift dar, in einer bestimmten Schriftgröße, kann die Fontgröße erhöhen, kann die Farben verändern und so weiter und so fort. Das ist so mal einfach, damit wir wissen, worüber wir reden. Ich habe mal eine ganz simple Grafik genommen und da sieht man dann auch so einen Nachteil von SVG-Grafiken. Die sind heftig viel größer als die Rasterformate. Jetzt steht in dem ersten Beispiel mit Fallback und Font. Das heißt, da ist eine Fallback-Grafik enthalten, die angezeigt wird, wenn das Endgerät nicht in der Lage ist, die Vektorgrafik anzuzeigen. Deswegen wird die größer und es ist eine Schrift enthalten. Also dieses Community-Logo von Contao hat eine bestimmte Schriftart. Ich habe jetzt aus Lizenzgründen die DIN, die eigentlich im Logo enthalten ist, nicht genommen, sondern das mit einer Arial gemacht. Aber man kann im Prinzip das gesamte Gereffel an Zeichensätzen auch mitbringen. Und je nachdem, was ich als Fallback nutze, wie ich das aufbaue, kann ich jetzt auch sagen, so die Größe ist mal halbiert, wenn ich die Schriften in Pfade umwandle zum Beispiel, dann brauche ich ja den Font nicht. Ist so eine Möglichkeit, da auch ein bisschen Daten zu sparen. Aber das ist natürlich ein Nachteil, das ist 10-mal so groß, mindestens. Muss man wissen, ob man sich das antut. Also ist ganz klar, wir machen tolle Sachen damit, das werden wir gleich noch sehen. Aber wir wissen nicht, ob das die beste Lösung für alle Fälle ist. Aber für viele Fälle ist es eine gute Lösung. Ich gucke jetzt noch mal rein, so wie kann man die Daten ein bisschen kleiner machen oder wie sind die Bilddaten komprimiert. Und da deute ich jetzt an, dass es auch eine Möglichkeit gibt, SVG-Grafiken zu zippen. Dann ist das das Format SVGZ und die können wesentlich kleiner werden. Und ich habe jetzt noch mal so versucht, ein bisschen gegenüberzustellen, wofür die geeignet sind. Für Fotos wahrscheinlich eher nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn so eine Datei aus. Ich habe mal im Hex-Editor einen JPEG aufgemacht und da steht oben dann der JPEG-Header drin in der ersten Zeile und der Rest ist erstmal für mich nicht lesbar. Das ist schade, weil JPEG hat ja auch einen Algorithmus. Ich kann wahrscheinlich auch Bilder damit manipulieren. Es gibt ja auch Bibliotheken, die das machen. Aber so für mich im ersten Zugang ist das doch eher schwierig. Ich vergleiche das jetzt mal mit einer SVG-Grafik. Und da sieht man dann ganz was anderes. Da steht jetzt nicht so ein Dateiheader und Binärmüll drin, sondern da stehen bestimmte Eigenschaften drin. Da wird erstmal in einem XML-Format definiert, was ist das überhaupt, auf welchem Standard beruht das und so weiter. Und dann kommen wir zum Beispiel zu solchen Sachen wie der Breite, der Größe, wie der Hintergrund ausschaut und welche Objekte da drin sind und wie die gefüllt sind. Also hier sieht man zum Beispiel den Schweizer Kanton Aargau mit einer Füllung in einer Farbnummer, die wir alle bei CSS schon mal gesehen haben.
Als ich das erste Mal gesehen habe, das ist so ungefähr 20 Jahre her, habe ich gedacht, boah, das ist toll. Und dann gab es 20 Jahre keine Anwendungsmöglichkeiten, weil einfach die Unterstützung im Web von Browsern auch sehr, sehr schlecht war. Es gab mal einen SVG-Viewer von Adobe, der irgendwann mal eingestellt wurde, konnte man nicht verwenden. Mittlerweile geht das eigentlich überall. Und wenn ich mir dieses Format angucke mit diesen Variablen, dann sehe ich auch, dann habe ich auch sofort eine Idee, wie ich da reingrätschen kann, was ich damit machen kann. Ja, alles, was in Form einer Variable vorliegt, das kann ich auch in irgendeiner Form mit einem CMS beackern. Ja, also es gibt ganz viele Eigenschaften, nicht alles, was in CSS geht, aber eine ganze Menge, die man damit ganz gut bearbeiten kann. Es gibt zum einen so grafische Grundelemente, man kann Kreise ziehen, Rechtecke machen, Ellipsen, Linien, Polylinien, also Linien, die irgendwo anfangen, einen Verlauf haben, wie zum Beispiel in der Statistik oder in der Fieberkurve, irgendwo aufhören. Und man kann Polygone zeichnen. Wer schon mal an einem Grafikprogramm gesessen hat, das Vektorgrafikfähigkeiten hat, und das ist hier wahrscheinlich auch jeder, weiß, man kann zum Beispiel ein Logo damit machen oder man kann eine Landkarte damit machen oder. Das sind alles Polygone und die sind alle in diesem XML-basierten Format drin. Eine weitere Geschichte, die ich bei Vektorgrafiken SVG sehr, sehr geil finde, ist, was ich vorhin schon erwähnte, die sind der Bedienung mit Eigenschaften zugänglich. Ich kann zum Beispiel sagen, nimm die und die Schrift in dem und dem Schritt, Schnitt in der und der Größe. Ich kann verschneiden, das heißt, ich kann Masken drüber legen. Das ist vielleicht was, das kennt man aus Layout-Programmen oder manchmal auch aus Photoshop, dass ich sage, ich habe ein Bild, ich will mit dem Teil des Bildes was machen, zum Beispiel eine Farbe ändern oder ein Objekt drüberlegen, damit ich irgendwie eine runde Form bekomme. Und dann lege ich eine Vektormaske drüber. Das kann ich mit SVG im Grunde genommen auch. Ich kann Verläufe drüberlegen. Ich kann Interaktivität abbilden mit diesen Pointer-Events. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann, liebe Grafik, mach das und das. Wenn ich mit der Maus wieder runtergehe, mach was anderes. Stell den Zustand vorher wieder her. Oder ich kann verlinken oder ich kann Aktionen auslösen. Im Prinzip alles, was in dieser Vektorgrafik drin ist, kann ich in irgendeiner Form interaktiv bedienen. Ich kann die Farben anpassen und zum Beispiel die Art, wie es gefüllt ist. Und ich kann, das haben wir eben jetzt noch nicht gesehen, da kommen wir gleich noch zu, auch Textobjekte, die in der SVG-Grafik drin sind, bearbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Grafik, ein Firmenlogo oder sowas und die haben in Deutschland haben die eine andere Tagline unter dem Logo als in Saudi-Arabien, weil in Saudi-Arabien nutzen sie eine andere Schrift und die läuft von rechts nach links. Kann ich mit der gleichen Grafik machen, indem ich den Text austausche? Zum Beispiel wäre eine Anwendungsmöglichkeit. Das für eine Grafik finde ich alleine schon ziemlich abgefahren. Ich habe mal das Contao Community Logo gemacht, wie gesagt, aus Lizenzgründen mit der Arial. Und da sieht man, wie das ausschaut. Ich habe das Objekt mit einer ID, mit einem Text, also es ist ein Ausschnitt aus der gesamten Grafik, der gedreht wird. Das ist dieser Matrix-Befehl. Der Text ist in FFFFF, also weiß gefüllt, in der Schriftart Arial. Könnte ich jetzt auch Helvetica, DIN oder weiß der Himmel was hinschreiben. Comic Sans geht wahrscheinlich auch. In einer Fontgröße von 70 Punkt und mit dem Text Contao Community. Oh, ich habe die vorhin mal angepasst. Der Source Code, da stand dann noch Contao Community, war mir irgendwie zu klein. Aber im Grunde genommen, so ist das aufgebaut. Ich kann jetzt aber auch den Text ersetzen. Ich kann einfach, das ist das gleiche Ding. Und da habe ich jetzt an die Stelle reingeschrieben, Contao rockt. Ich habe die Schriftgröße, glaube ich, ein bisschen angepasst, damit das ein bisschen besser reinpasste.
aber im Grunde genommen dieselbe Grafik mit einem Element, was sich zur Laufzeit verändern kann. Das ist schon eine ganze Menge, die wir bisher mit wirren, umfangreichen, wilden Photoshop-Aktionen, Icons machen oder erschlagen haben. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, dass das geht. Kann mal eben die Füllfarbe austauschen. Das widerspricht jetzt wahrscheinlich komplett den Style Guides von Contao. Und wenn der Leo hier ist, kriege ich wahrscheinlich auch irgendeinen Stress. Nee, kriege ich nicht. Gut, alles klar. Ja. Aber wir sehen, das ist eine ganze Menge an Möglichkeiten. Und mal zum Weiterlesen. Es gibt eine Kollegin, die Sarah Souedin. Das ist eine Libanesin, die sehr, sehr viel zum Thema SVG arbeitet und mittlerweile auch sagt, oh, ich mag eigentlich gar nicht mehr über SVG reden. Ich mache ganz viele andere tolle Sachen und das stimmt auch. Die auf ihrer Webseite super viele Beispiele gebracht hat, wie sie zum Beispiel Filter anwendet, wie sie Objekte bewegt oder dreht. Und das ist einfach ein Ding, das kann man sich mal antun. Ich möchte das aber nicht wiederholen, was sie hier so in 17 Vorträgen gemacht hat. Wir haben ja ein Beispiel aus der richtigen Welt. Ich gehe eben noch mal zurück. Wir haben diese Karte. Das ist die Aufgabe. Die soll skalieren. Die soll bestimmte Aktionen ausüben oder manchmal auch nicht. Also hier verändert sich zum Beispiel die Außenlinie, hier verändert sich die Füllfarbe und wenn ich draufklicke und jetzt Internet habe, dann komme ich wahrscheinlich auch auf eine Webseite. Ja, wunderschön, ich habe Zürich geklickt und komme dahin, so soll das sein. Wir hatten natürlich überhaupt keine Lust, diese Grafik 35 Mal zu machen mit verschiedenen Zuständen und das hat man früher gemacht, dass man gesagt hat, oh, ich nehme in Fireworks jetzt oder in einem ähnlichen Programm eine Grafik, mache verschiedene Zustände, Hover States und so weiter und so fort. Das war bei umfangreichen Sachen, wie das so eine Landkarte ist, schon eine ziemliche Geschichte. Also bei der Karte kommt auch noch dazu, dass die tatsächlich mit Live-Geodaten arbeitet und ich könnte jetzt auch bestimmte Orte, wenn da Veranstaltungen sind, drauf anzeigen. Das ist noch so ein Bonuspunkt, aber wie wir das gemacht haben, das ist eigentlich auch eher so ein Thema am Rande. Aber es ist ganz wichtig, wir haben tatsächlich reale Geodaten genommen. Ich weiß, so ein Kollege, der hat da neulich auch mit dem Thema gearbeitet und das war streckenweise eine ganz schön harte Geschichte. Also, in dem Fall haben wir Geodaten vom Statistischen vom Geografischen Bundesamt der Schweizerischen Eidgenossenschaft genommen. Die haben Daten zu den Grenzverläufen zwischen allen Kantonen, was hier wie Bundesländer ist. Wir haben eine Bibliothek genommen, nämlich MAPA-LGS. Das ist ein Plugin, was auf Basis von Raphael.js arbeitet, was wiederum gut mit jQuery zusammenarbeitet und wir haben, da wir keine Lust gehabt haben, die Daten von Hand da einzupflegen und Zustände immer neu von Hand zu kodieren, der Einfachheit halber diese gesamte Karte in Metamodels realisiert. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Das Erste, was aber passierte, war, wir haben sehr lange recherchiert, bis wir tatsächlich akkurate Daten hatten, die dann auch frei verwendbar waren. Das hat etliche Telefonanrufe gekostet und so als Quellen kommen Behörden in Betracht, kommen Geoportale oder OpenStreetMap in Betracht und es gibt auf der Seite von MAPA-LGS auch eine ganze Reihe von Ländern, zum Beispiel die komplette Europäische Union, die da zur Verfügung stehen unter Open-Source-Lizenz. Das kann man nutzen, wenn man wie in dem Fall die Schweiz darstellen will, hatten wir diese Daten nicht und wir haben dann, wie gesagt, von der Geobehörde die Daten bekommen, vektorisiert, erst in Illustrator reingeschmissen, dann in Inkscape und als Scalable Vektorgrafik exportiert.
Ich will diese beiden Werkzeuge mal so explizit nochmal erwähnen, weil mir liegt das schon am Herzen, einfach zu sagen, so, ich sehe im Alltag, im Agenturalltag ganz, ganz viele Leute, die mit den Adobe-Produkten arbeiten. Und in dem Fall ist das keine gute Idee, auch wenn ich Inkscape ein Programm empfinde, also ein Vektorzeichenprogramm, was auch in der Bedienungsoberfläche sehr viele Haken und Ösen hat. Aber es schreibt einfach ein sau aufgeräumtes SVG. Na, wir haben eben bei dem Dateibeispiel mal so kurz gesehen, da standen so diverse Metadaten von Adobe noch drin. Das war nicht so wirklich schön. Das nur als Tipp, wer das vorhat, damit zu arbeiten, Inkscape läuft auf so gut wie allen Rechnern, ist Open Source, kostet nichts, hat eine etwas spröde Bedienoberfläche, aber vom Ergebnis her kann man sehr gut damit arbeiten. Dann haben wir diese Mappa.js-Bibliothek genommen. Das ist ein Open-Source-Projekt von einem französischen Entwickler, der das seit 3 Jahren betreut und der im Prinzip was gebaut hat, was ein Verpackungsskript ist für JSON-Geodaten. Das heißt, der setzt auf jQuery und Raphael für die Darstellung auf, zieht dann die Geodaten als JSON mit rein und gibt denen die Attribute mit, damit sie gezeichnet werden können. Und das Besondere an Mappa.el ist, dass es mit realen Geokoordinaten funktioniert. Ich glaube, das muss ich erklären. Ne? So den Nullmeridian Greenwich, das habt ihr irgendwie schon mal gehört. Ne? Da ist so eine Linie gedacht, die geht durch London und von da aus wird berechnet, wo welcher Ort auf der Erde liegt. Bad Honnef liegt ein Stückchen weiter rechts, hat eine bestimmte Anzahl an Koordinaten nach rechts und nach unten und ich kann durch diese Koordinaten kann ich genau bestimmen, wo im Verhältnis wir jetzt sind. Das gleiche macht Raphael.js auch. Also diese Karte, die wir da haben, ist eine tatsächliche genaue Projektionsabbildung dessen, was an Geokoordinaten vorliegt. Die zweite, ja genau, das ist die Website von Mappa.el. Das ist ein bisschen schlicht, so vom ersten Anschauen, aber es gibt ein paar Geschichten, so an Beispielen, die drauf sind, wo man eine ganze Menge an Möglichkeiten auch sieht. Also wir haben jetzt, nützen in dem Projekt eigentlich nur eine. Ja, aber der macht hier zum Beispiel Beispiele, Provinzen in Frankreich oder bestimmte Visualisierungen von Flugverbindungen oder Energieverbräuche. Das sind alles Daten, die in irgendeiner Form vorliegen und die man mit Mappa.ljs, so man sie denn in das Content-Management-System reinbekommt, glaube ich, auch ganz gut verarbeiten kann. Also diese Seite ist wirklich sehenswert, lesenswert, sehr viele Beispiele. Und jeder, der damit arbeiten möchte, dem sei das angeraten, da mal reinzugucken. Oh, so. Open Source, Interaktivität, dynamische Updates, das ist was, was wichtig ist. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich will Wetterdaten darstellen, dann ist klar, heute ist das Wetter so, morgen ist es anders. Wenn ich Verkehrsdaten vom Kölner Ring darstellen möchte, dann gibt es Zeiten, wo dann auf der rechtsrheinischen Seite mal kein Stau ist. Ich kann die dynamisch aktualisieren, ich kann die abgreifen, ich kann die in mein CMS packen, in dem Fall Contao. Und ich kann diese Karten dann auch immer anpassen an die Situation, die tatsächlich vorhanden ist. Zum Beispiel der Anwendung für touristische Geschichten, wenn ich eine Webseite baue, die sich mit einer Tourismusregion beschäftigt und die Leute wollen zum einen Überblick haben, wie das Wetter da ist im Regelfall. Die wollen vielleicht auch einen Überblick haben, wie komme ich denn da hin und wie ist die Verkehrssituation. Das sind alles zugängliche Daten, mit denen man da arbeiten kann. Das Schöne ist, dadurch, dass die Karten als JSON im JSON-Format vorliegen, kann ich auch eigene Karten machen. Also in dem Fall haben wir diese Schweiz-Karte selber generiert. Und es gibt Plugins für alle möglichen Arten der Darstellung. Ne? Plotdaten, Flächendaten und so weiter und so fort. Die zweite Basis ist Metamodels gewesen. Das ist eigentlich so
Die Contao-Extension, mit der ich persönlich seit Jahr und Tag am meisten arbeite. Ich kann in Metamodels, ich sage das nur so ganz kurz, mir eine Datenstruktur aufbauen und sagen, ich habe Datensätze, die bestehen aus den und den und den Einzelkomponenten in der und der Struktur und ich kann die ausgeben, beinahe wie es mir passt. Ist manchmal ein bisschen frickelig, aber man kommt sehr, sehr schön zu den Ergebnissen. Ja? Ja. Ja. Ja, ich meine, Schweizer Kantone ist jetzt ein blödes Beispiel eigentlich, weil die bewegen sich ja nicht. Ne? Genau. Ja, wenn das Tessin sagt, wir möchten nicht mehr, oder das Wallis sagt, so, jetzt wählen wir den Blatter hier und sind mit dem Rest nicht mehr vereinbar, dann könnte man dieses Objekt einfach da rausblenden. Ne? Könnte man, ja. Ist in dem Fall nicht so die Anwendung für dynamische Geschichten, aber es ist ein ganz gutes Beispiel, weil wir darauf aufgebaut haben halt. Und ich glaube, das muss auch jedem klar sein, der initial damit arbeitet. Man kann das extrem ausbauen, ja. Ja, das macht ein Canvas-Objekt, bringt die eigenen Objekte da drauf, versieht die mit Attributen, wie sie in dieser JSON-Struktur vorgegeben sind. Und da grätschen wir einfach rein und geben die JSON-Struktur so vor, wie uns das passt. Ja? So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir gemacht haben. In dieser Installation Metamodels installiert, ein paar Attribute definiert, die wir brauchen, nämlich Texte für die Namen dieser Kantone, die dann in der Form vorliegen müssen, wie sie in den Geodaten vorliegen. Die sind, also da heißt jetzt nicht Bad Honnef, Bad Honnef, sondern da heißt Bad Honnef, Bad unterstrich Honnef. Und wenn es einen Ort gleichen Namens gibt, dann haben die eventuell auch noch eine Kennzahl. Und das ist eigentlich ganz wichtig, um sie zu identifizieren, dass man die in dem Fall so da eingibt. Ich habe das Attribut Langtext, also große Textobjekte, für die Koordinaten benutzt. Und wir haben Links draus gebaut mit der URL. Dazu kamen dann solche Geschichten, dass wir eine weitere Tabelle aufgesetzt haben mit den Farbwerten und die dann immer selektierbar gemacht haben. Da kommt gleich noch ein Screenshot, aber da steht es, also dass wir festgelegt haben, es gibt, sollen bestimmte Farben vorkommen, es gibt ein Orange, es gibt ein Hellblau, es gibt ein Dunkelblau, es gibt verschiedene Grautöne. Wir möchten nicht, dass jeder Redakteur, der jetzt den Kanton XYZ bearbeitet, sagt, oh, jetzt ist mir mal danach, ich mache den mal in Pink oder so. Das soll nicht vorgehen. Deswegen diese Geschichte, dass wir mehrere Metamodels aufgesetzt haben und da eigentlich nur Selects gemacht haben. Da kommt auch gleich noch ein Screenshot. Genau, das ist so der Grundaufbau mit den Farben, die wir festgelegt haben, mit den Kantonen und ja, 26 Datensätze. Das hängt damit zusammen, dass es in der Schweiz Halbkantone gibt. Und das ist jetzt so als Beispiel diese Geschichte, wie wir es aufgebaut haben, dass die Farben im Metamodell selber gepflegt werden. Die Attribute auf der Karte, also die Einzelkantone, die haben eigentlich auch einen ganz simplen Aufbau gehabt. Der Name ist klar, dann gibt es ein großes Objekt, das ist Longtext mit den Geokoordinaten. Die brauchen wir jetzt gar nicht mal in der Gesamtkarte, sondern wenn man draufklickt, war so eine Aufgabe oder eine Idee, dann kommt man zu der entsprechenden Seite des Kantons, kriegt die Kantonskarte drauf als Objekt und haben dann da immer bestimmte Farbstati drüber gesetzt. So, was war unser Ziel? Wir wollten ganz bequem diese Daten, Farben und die Links pflegen können. Wir wollten irgendwie die Datenstruktur in die Map einbinden
Und das ist optional, weil da in einer weiteren Stufe auch Veranstaltungen in diese Karte eingebunden werden, eine Befüllung über einen Import-Job mit Convertix. Das ist eine Contao-Extension, mit der man wahlfrei Importe machen kann, zeitgesteuert. Vorüberlegung war mit diesen Templates, dass Metamodel ja eine relativ starre Struktur mitbringt. Das fängt immer an mit Div, Class, Mod, Metamodel, was weiß ich. Dann kommt ein riesiger Berg Divs und ein Klassenname und so weiter und so fort. Und das wollten wir eigentlich alles nicht. Wir wollten eine Ausgabe, die strukturiert ist und nur die reinen Daten reingibt und aber oben und unten von benötigten Skriptfragmenten verpackt wird. Also haben wir noch die weitere Aufgabe, jQuery, Raphael.js, Mapper.js einzubinden. Ich muss mal ein bisschen aufs Tempo gehen, glaube ich. Module anlegen für die eigentliche Map und für die Geodaten und über ein angepasstes Metamodel-Listing die Daten dann in die angezeigte Karte reinbringen. So, Rohwerte. Bin ich jetzt auf der richtigen Folie? Nee, irgendwie bin ich nicht auf der richtigen Folie. Muss ich mal eben gucken. Irgendwie. Hallo, Übersicht. Doch, da. Template-Ausgabe, Konfiguration. Ich muss mal eben hier so durch. Genau, wir haben das in ein Template Metamodel List Map reingepackt, was im Prinzip so aussieht. Wo sind denn die Screenshots? Genau, da kommt der. Dass es oben diesen Kartenteil hat und unten drin über die vorhandenen Kantonsdaten iteriert, die der Reihe nach reinpackt und für die Werte, Füllung, Füllfarbe und Hoverstates und den Namen immer die Werte ausgibt. Das war relativ komplex, das Ding dann zu bauen. Ich muss mal eben ein bisschen hoch, da ist was einfach etwas in der Reihenfolge durcheinander gegangen. Auf der Webseite brauchen wir diesen Container, wo die Daten reinkommen. Der ist eigentlich ganz schlicht. Map Container, Class Map, da macht Mapper.el die Karte rein und da ist eine gute Idee, ein Fallback reinzubauen für Leute, die kein JavaScript angeschaltet haben. Also in dem Fall wäre jetzt die Aufgabe einfach zu sagen, man macht eine Navigation, die zu den Seiten geht, die man sonst klicken kann. Das habe ich hier mal so angedeutet, ist in der Präsentation so nicht enden. Einbindung der Skripte und ein bisschen Basisstil. jQuery, Raphael, Mapper.el und eine Karte von der Schweiz, die für die ganze Außenstruktur zuständig ist, in einem Container, der maximal 800 Pixel breit ist. Und wenn da Texte sind, dann haben die die und die Farbe, die und die Überschrift und sind 30 Pixel groß. Das ist so eine Basisfestlegung, die wir da gemacht haben. Die Karte an sich, das ist... sind die einzelnen Kantone. Sehen wir Aargau, Appenzell und da sieht man auch die unterschiedlichen Namen, die so ein bisschen in der internationalen Notation bei Freiburg, da gibt es zwei Schreibweisen, einmal auf Deutsch, einmal auf Französisch, also ist das in den Geodaten eigentlich auch so enthalten. Und da haben wir die Koordinaten der Vektoren, also oberer Punkt, wo es startet und dann ist es ein Polygon, was über die Einzelwerte geht. Ja? So. Die Koordinatenwerte, die werden jetzt durch Mapper.de erzeugt? Nee, die haben wir uns vorher vom Geoamt der Schweiz. Nee, wir haben KML-Daten bekommen und die haben wir in der Vektorgrafik transformiert. Das war eine Scheißarbeit. Ja? Genau. So, dann haben wir eine Möglichkeit gegeben, die Daten zu erfassen. Das ist jetzt für die Einzeldarstellung der Kantone, der Name, da eine Möglichkeit zu verlinken. Das sind da nochmal für den Kanton Aargau die Koordinaten, die dieses Polygon zeichnen. Auswahl der Farben,
Auswahl der Hover States und so weiter. Und damit waren wir da an der Stelle jetzt schon fertig und haben diese Karte gebaut. Einzelobjekte, die auf Link-Klick reagieren. Also ich habe jetzt in diesem Ding einfach bestimmte Links auf Wikipedia-Seiten gelegt, weil wir nicht die Seite des Kunden hier wirklich als Beispiel benutzen können. Aber ja, das ist so grob das, was wir da gemacht haben. Ich glaube, im Grunde genommen kann so diese Idee, ist wichtig, die Idee, was kann man damit machen, ne? Das ist responsiv. Ich weiß nur nicht, ob mein Safari hier im Vollbildmodus responsiv ist, aber lass mich mal eben gucken. Muss man hier, glaube ich, ziehen. Ja. Das war ja auch ein Ziel, das auf dem Mobiltelefon genauso zu ermöglichen. Ja. Und wenn ich das mit JPEG-Daten oder PNGs oder so mache, ist der Overhead einfach viel, viel größer. Das ist unglaublich, was man da dann mehr machen muss und man kann es eigentlich dann nicht mehr pflegen. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, Florida spaltet sich von den USA ab oder Donald Trump wandert nach Kanada aus oder ich weiß nicht was. Und man muss eine neue Karte erzeugen, dann hat man ja ein Problem. Ne? Dann muss man vielleicht 80 Grafiken oder 100 Grafiken oder 200 Grafiken, je nachdem wie umfangreich das ist, was man da macht, neu erzeugen. Jo. Das sind Einzel-SVGs, ja. Ich kann mal den Quelltext drauf holen, dann siehst du es. Warte mal, ich muss mal ins Backend. Ich habe hier das Fahrtobjekt, ich habe da den Link und ich habe hier immer bei den Objekten bestimmte Möglichkeiten, Hover States abzubilden. Warte mal, das ist ja, der kompiliert ja dieser blöde Sack hier. Einen Moment, ich muss mal eben ins Contao Backend, dann kann ich dir das, glaube ich, auch an der Stelle nochmal zeigen. Artikel. Präsentieren mit Contao ist übrigens eine sehr tolle Geschichte. So. Ich mal eben gucken. Also so sieht das dann im Endeffekt aus. Ich habe diese Gebiete, die ich vorher mit Vektoren definiert habe. Ich habe die Attribute, da sind jetzt die Links draufgesetzt. Und ich habe bei den Attributen dann auch die Möglichkeit reinzuschreiben, die haben eine andere Füllfarbe, die haben eine andere Außenlinie. Die haben bei Hover auch Attributes Hover einen anderen Zustand. Ja, ich gebe das vor in dem JSON-File, das sieht wie gesagt so aus. Und Mappa-L sorgt dafür, dass das dann interaktiver funktioniert. Ne? Ja. Mal auf mein Logo zurückgehen, was du am Anfang hattest. Mhm. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann mit Illustrator umgehen. Ja. Ja. Also noch, wer weiß. Wenn ich mir jetzt ein beliebiges Logo bastel, will ich das erstmal vernünftig exportieren. Kann ich eine Illustrator-Datei irgendwie so mit Inkscape reinkriegen, um dann einen vernünftigen SVG-Export zu haben? Ja, das ist ein Workflow. Also du kannst. In Elo gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Export, unter anderem SVG und SVGZ. Da gibt es auch eine Möglichkeit, dass du das anschaust. Da gibt es so einen Schalter Quellcode angucken und dann siehst du die Datei komplett, wie sie ist.
Der Nachteil bei Illustrator ist, dass Illustrator sehr, sehr viel Adobe-typische Text darum noch haut. Also es ist ein XML-Format und die schreiben da einfach noch rein, so welche Illustrator-Version und wer der Programmierer ist und wer die Kantine in USA bei denen betreibt und ich weiß nicht was alles, unglaublich viele Sachen. Und das ist ein Ballast, der dann in der Praxis nicht gut funktioniert. Und Inkscape kann natürlich diese Datei gut importieren. Dann kannst du bestimmte Sachen bereinigen. Du kannst das aber auch ganz einfach in einem Texteditor machen. Ne? Also allen Schrott rausschmeißen. Im Endeffekt ein sauberes SVG habe, dann hat er da irgendwo eine ID und hat dann Eigenschaften, die Farbe. Genau. Und die kann ich direkt per CSS ansprechen? Die kannst du mit dem Subset ansprechen, die für SVG möglich sind. Also ich habe vorhin gesagt, es sind eine ganze Reihe von SVG-Eigenschaften da, die man per CSS-ähnlicher Syntax, die ist ein bisschen anders, aber im Prinzip auf dem Wege ansprechen kann, aber nicht alle. Zum Beispiel, ja. Kannst du mir einen Link sagen, wo du das gut nachlesen? Ich habe die ganzen Spezifikationen hier mal rüber gemacht. Da sind die Formen, hier die Stylings. Und da ist für zum Beispiel Fonteigenschaften ist was drin, hier Text, das hatte ich vorhin erwähnt, die Richtung oder wie das Wordspacing kann man machen, manche Sachen kann man nicht machen. Na, also man sieht, das ist ein Subset von dem, was mit CSS3 möglich ist. Aber es ist tonnenmächtiger als das, was ich vorher hatte, nämlich Photoshop anzuschmeißen und per Batch so und so viele Dateien zu erzeugen. Da wird man ja blöd, ne? Also zumindest wenn du SVG ins HTML einbindest als Quelltext, kannst du mit CSS ganz normal zugreifen, kannst Elemente ausschalten, abschalten, Paint mit JavaScript was draufpacken, als wäre es ein ganz normales Element. Ja. Und zwar jedes einzelne Element von dem SVG, also jeder Punkt oder jede Linie und so weiter, kannst du einzeln mit CSS ansprechen, ganz normal. Ja, da sind wir dann aber bei so einem Punkt, so was machen wir nativ mit dem Format oder was machen wir extern. Also ich würde dringend eigentlich empfehlen, die nativen Möglichkeiten zu nutzen. Ne? Jo. Im Grunde genommen eine leere Box. So, die ich kann verschiedene Fallbacks machen. Ich kann, also in dem Fall gibt es dann, weil das für die Benutzer sinnvoll ist, die ohne JavaScript ankommen, gibt es eine Fallback-Navigation, wo einfach ein Navigationsmodul reingebaut worden ist, das sagt, wenn du in der Sprache ankommst, machst du das und das und das. Man kann auch als Fallback eine Bilddatei hinterlegen in dem SVG. Das bläht die aber relativ auf und da muss man einfach gucken, welche Möglichkeiten nutzt du. Was ist angemessen? Also in dem Fall, diese Kantonskarte, wenn ich die als JPEG oder PNG Fallback da reinpacke, die ist recht umfangreich, dann ist die Datei gleich dreimal so groß. Das will ich nicht. Wollte ich in dem Fall nicht. Richtig. Ja, also wir haben zwei Ansätze gefahren. Das eine ist auf der Übersichtsseite, dass wir gesagt haben, wir machen eine große Karte, die ist immer da. Das ist insofern richtig. Und dann gibt es Kantonsunterseiten zu bestimmten Anlässen. Da wird dann aus den Koordinaten, die wir im Backend gesehen haben, in der Eingabemaske, die SVG-Datei als Polygon rausgegeben. Also die Möglichkeiten hängen einfach immer nur davon ab, wie du das in die umschließenden Tags SVG zu Ende reinpackst. Ne? Das ist das. Jo. Ja. Wenn SVG nicht erkannt wird, den Quelltext durchpasst, SVG durch
PNG oder was weiß ich austauscht und dann die Source. Das hat sich jetzt für mich nicht besonders cool angehört. Nee, das hört sich für mich auch nicht besonders cool an. Also man, also ich denke, wir haben das Jahr 2016. Also ich bremse nicht mehr für den Internet Explorer 8, ne, und solche Geschichten. Ich mache bestimmte Dinge einfach auch klar, die ganz alte Geräte vielleicht nicht mehr können. Das ist okay. Mein Fallback wäre dann zum Beispiel in dieser Grafik, SVG-Grafik, ein JPEG zu hinterlegen oder so. Das haben wir in dem Logo auch gemacht. Ich muss mal eben gucken. Ich das den ja, ich guck mal eben. Ich muss mal eben in die Dateiverwaltung. So, da haben wir die ganzen Logos. Ne? Dann gucken wir mal, wie das Contao Rocked in Pink aussieht. Kann das auch sehr schön im Contao Backend übrigens bearbeiten, wenn man sich das die Funktion freischaltet. So, hier haben wir SVG geraffelt, das ist ein XML-Format, bla 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 bla. Dann kommt das Grafikobjekt, der Clip-Pfad, der ein Rechteck ist in der und der Größe. Und dann kommt hier was, nämlich ein kodiertes Background-Image, als PNG in dem Fall. Ne? Das ist relativ länglich und da sieht man auch, wie das Format aufbläht, so ein Fallback zu benutzen. Und dann geht das weiter runter, dann geht das noch weiter runter, dann geht das noch weiter runter. Das ist ziemlich lang, das Ding. Und dann kommen hier so die eigentlichen Vektorgeschichten. Ne? Da geht ein Verlauf drüber, da kommt ein Clip-Pfad drüber. Das habe ich, in dem Fall habe ich eine Datei von Leo Feier genommen, die auf Contao.org runterzuladen ist. Also das ist, glaube ich, mit Illustrator gemacht, ich weiß das nicht. Müsstest du Leo mal fragen. Ja, ja, mit Inkscape kann man das ganz gut machen. Und dann halt hier die Pfadobjekte und da steht dann einfach drin, Contao rockt mit der und den Attributen. Das ist einfach der Vorteil von diesem XML-Format, dass du eigentlich an jeder Stelle, wo du was ändern willst, da auch reingrätschen kannst. Das ist das. Jo. Ja. Ich wäre dann sonst mal fertig. Habt ihr noch Fragen in irgendeiner Form? Gerne per Mail oder über Twitter. Das läuft sogar auf einem alten Gingerbread lief das Android. Das war, ich habe jetzt, glaube ich, nicht alles getestet, aber moderne Telefone ab iOS, was gibt es denn da jetzt noch? 7? Gibt es noch welche, die weniger, eine geringere Version nutzen? Ich habe es mir nicht angeguckt, aber iOS 7 sollte eigentlich Voraussetzung sein. Vorher weiß ich nicht, habe ich echt nicht angeguckt, fand ich nicht relevant. Ne? Also gerade so diese Apple-Geräte, die sind da ziemlich weit vorne, was Vektorformate angeht. Es gab mal eine Zeit, da Firefox das nicht gut unterstützte, die ist inzwischen auch schon länger vorbei. Es gab mal eine Zeit, ne? Nee? Nur den IE8 kannst du nicht, alle anderen. Ja, inzwischen ja, ne? Ja, ich weiß so Firefox 3 oder so, da war das irgendwie ganz, ganz übel, aber... Ja, ich finde persönlich, das kannst du komplett vernachlässigen. Also was du nicht vernachlässigen kannst, ist, wenn du interaktive Sachen machst, Vorhandensein von JavaScript oder so, das ist klar, aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen an die Verantwortung des Nutzers appellieren, zu sagen, so, wenn du mit Macht auf deinem Gerät alles ausschaltest, was das Web lebenswert macht, dann musst du auch damit leben. Das ist meine persönliche Einstellung. Ne? Jo.